wallet und brauset und siedet und zischt, wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt. Bis zum Himmel spritze die dampfende Gischt. Das haben Sie aber schön gesagt. Ist das nicht ein wundervolles Panorama? Ja, eben. Ach, bitte würden Sie so freundlich sein, ja? Vor diesem monumentalen Hintergrund ein Foto von mir zu machen. Da müssen Sie bitte drücken, ja? Ja, gerne, wenn Sie wollen. Also, so? Oder vielleicht lieber so? Ich kann Sie nicht scharf bekommen. Im Augenblick bitte. Das werden Sie schon schaffen. Ach, da bist du ja. Was schlägst du denn da an? Fantastisch, Rustika. Daraus machen wir eine Stehlampe für das Rauchtischchen. Nein, ja, nein. Ja, himmlisch. Und preiswert. Ganz preiswert. Erwin, sieh mal diese schöne Aussicht hier. Toll. Erinnert mich an unseren Wasserrohrbruch. Aber es ist doch nicht dasselbe. Dann würde schneiden wir den Weg ins Schneiden. Ich dachte, er dreht sich die Zähne. Aber doch, wir sind ja auch nur da. Hör doch zu beim Reiten. Ich finde das Ganze aber doch sehr gefährlich. Was denn? Das kann doch nicht wahr sein. Die Bella Marie. Entschuldigung. Ein Glück, dass du da bist. Na, endlich mal ein vernünftiges Wort. Da passiert gleich ein Unglück. Du musst mich so schnell wie möglich zur Wasserschutzpolizei fahren. Wasserschutzpolizei? Was willst also du denn nun da? Komm oder gib mir den Schlüssel. Ja, Steff, was hast du denn vor? Erzähl ich dir später, ja? Ja, schön, aber Petra... Mensch, was soll denn das Ganze? Was ist denn? Der Rheinfall! Mensch! Bist du wahnsinnig, der Rheinfall! Gib das her! Jo, scher dich weg! Strudelung! Festhalten! Was soll? Das reicht nicht! Aber wir müssen es schaffen! Das war aber knapp. Nochmal Schwein gehabt. Das war knapp. Ei, das wäre ja vielleicht ein schöner Reinfall geworden. Sie, sag jetzt mal. Wer von Ihnen ist da verantwortlich? Das ist der Kapitän. Ich? Ach ja. Das ist aber unverantwortlich, was Sie da gemacht haben.